Willkommen, liebe Clasher. Ich finde, die Spannung zum Update ist kaum noch auszuhalten, zudem das Update jetzt jederzeit kommen könnte. Zumindest laut dem The One and Only Update Post und dazu noch gleich ein paar Zusatzinfos. Heute im Video habt ihr mir wieder so tolle Fights schon gesendet, die muss ich unbedingt zeigen. Und wenn ihr mir einen Fight wie im Video 238 senden möchtet, bitte ab 1,5 Millionen Loot oder etwas ganz Besonderes oder Taktik und dann bitte etwas Geduld. Ich brauche etwas Zeit, um diese zu sortieren und sichten zu können. So, noch eine Sache hier zum Update-Datum. Dieser ist hier auf der Webseite allaboutclashofclans.com sichtbar. Das blenden wir hier mal aus. Dann können wir nämlich hier ein bisschen runterziehen und hier drunter sehen wir erst der erste Captain's Log Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 und Day 5. Okay. So, und wenn wir nochmal hier schauen, fahren wir nochmal zurück. Der Day 1 war am 5.5. gepostet, Day 2 war am 8.5. gepostet und Day 3 war am 11.5. gepostet. Damit wäre eigentlich längst ein Video, nämlich der Day 4, überfällig. Spätestens hoffe ich, dass er heute kommt. Und dann müssen wir mal sehen, wann kommt denn der letzte Info-Teaser hier, Day 5. Nochmal 3 Tage hin. Ja, wird wahrscheinlich jetzt kritisch, ob es diese Ende dieser Woche... Oh, ich drücke so die Daumen, dass es endlich kommt. Ich will es auch unbedingt haben. Bin so gespannt darauf. Ach, schauen wir mal, wie es denn hier kommt. Ich drücke mal die Daumen. Und jetzt kommen wir zu den schönen Fights. Schaut euch mal die Rathäuser an. Die haben sich hier irgendwie verirrt, glaube ich. Ganz komisch. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das geschickt hat. Aber kannst ja mal als Kommentar da drunter fassen. So, und gleich geht's los mit einem 2 Millionen Loot-Bonus-Fight von dem Mario hier. So geil. Das kann ich nur jedem wünschen. Schaut euch auch schon wieder an, diese Sammler und Minen. So voll, so geil. Allerdings, der ist nicht offline. So einfach ist der nicht, aber er geht hier gut mit Heilern ran und mit Bowlern seitlich. Das muss ich auch unbedingt mal anfangen, wieder mit Bowlern und vor allen Dingen mit Hexen. Diese Kombination darf ich bloß nicht aus in irgendwelche Riesenbomben tappen. Dann erwischt es mich auch. Na, schauen wir mal, was auch das Update so bringt. Wer weiß, was das für neue Taktiken so ermöglicht oder überhaupt, wie wir fighten können. So, und der Boss wurde hier angegriffen vom Smiley MA. Und ihr seht schon, das ist schon einiges abgeräumt. Da sind jetzt schon 900.000 Loot gleich. Mit 6.383 Dunklem. So cool, sehr schön. Das ist wirklich was ganz Feines und schön zuzuschauen. Sowas lieben wir doch und wollen wir alle gerne haben. Außen der Bogi kann doch richtig schön was machen. Da werden unten wirklich 2 Barbaren an der Wand geheilt von den Heilern. Tja, das ist echt heiß. Aber da sind oben ganz schön viele Heiler noch dabei und die Bowler sind richtig gut dran. Ich glaube, das könnte hier mal so komplett abgeräumt werden. Es geht auch noch eine ganze Minute. Das hat er mal schneller gemacht. Sehr gut. Wenn ihr da aufnehmt, auch bitte immer dran denken zum Schluss beim Abräumen nachher. Da könnt ihr dann schneller drehen. Es ist genau richtig hier gemacht worden. So ist das cool. Gefällt mir. Richtig schöne Fights hier von euch am Start. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen die Zeit bis zum Update mit solchen Videos vertreiben, dass es vielleicht nicht ganz so lange dauert hier. Zumindest gefühlt nicht mehr so lange dauert. So, und das wird wirklich komplett abgeräumt. 2 Millionen Loot mit dem Bonus aus Champ 1. Sehr geil. Action Fight. So, und jetzt ein Fight aus der Vergangenheit. Ihr seht Eismagier und den Weihnachtszauber. So ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Ach, die Eismagier war noch richtig schick. Sehr schön. Da seht ihr auch noch Schnee überall auf den Gebäuden. Ist schon ein bisschen her. Der Cat hat mir das geschickt hier. Sehr schick. Auch so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Die Eismagier. Wer weiß, ob sie doch mal wiederkommen. Wäre irgendwie auch cool. Obwohl sie ja nur Verteidigungsgebäude angegriffen haben. Ich habe sie beim Farmen nachher nicht mehr benutzt, weil da sind mir die normalen Magier angenehmer gewesen. Vor allen Dingen haben mir die Eismagier zwar die Verteidigungsanlagen alle weggeballert, aber die schönen Lootgebäude alle stehen lassen, die ich ja eigentlich haben wollte, als ich meine beiden Helden noch auf 45 hochgefarmt habe. Ja, da irgendwas ist ja immer. Aber die Eismagier sind auf jeden Fall optisch eine echt tolle Sache. Und da war auch eben der Zauber natürlich vom Weihnachtsmann. Sehr schön, dass der nochmal mitspielen durfte. Sehr, sehr cool. So, und dann der Fight noch mit Drachen hier abgeräumt. Sehr, sehr schön. Und das ist ein Freundschaftsfight vom Cat. Und das ist auch gleich zu Ende. 99%. Schön abgeräumt. Sehr geil. Gut gemacht. Dann als nächstes der Frederik hat hier angegriffen.
mit Rathaus 8 auf Rathaus 8, ganz oldschool. Mit 1 Million Loot im Rathaus 8er Bereich ist auch was richtig Schönes. Fragt ihr auch immer mal, mit Rathaus 8 gibt es auch eine Menge Spieler. Deswegen muss ich euch das unbedingt auch zeigen. Solche Fights sind schön, auch ganz toll anzuschauen. Wir waren alle mal Rathaus 8 und alle, die es jetzt noch sind, für euch diesen Fight schön zum Anschauen. Dann Heilzauber voll drauf. Na, die Riesen ist manchmal nicht so unbedingt optimal, wenn man sie alle setzt auf einem Haufen. Der Heilzauber ist natürlich schon cool, weil der heilt dann gleich alle auf einmal hoch. Mal sehen, wie viel er hier an Prozenten erreicht, der Frederik. Da sind die Magier gut dahinter. Solange die nicht von irgendwelchen Flächenschadengebäuden wie Mörsern erwischt werden, ist natürlich optimal. Noch ein Heilzauber. Und dann hoffen wir mal, dass bald mal so richtig die Ressourcen hier purzeln und reinkommen. Muss ich ja mal lohnen. Die Riesen rechts oben sind keine Riesen davor, weil sonst werden nämlich die Magier so abgeschossen. Ja, auf jeden Fall oben gehen sie jetzt dort rein. Und dann können sie da hoffentlich auch abräumen. Da ist noch ein Packer mit dabei. Richtig oldschool hier. Sehr schön. Oh, die ganzen Magier hat es alle in der Mitte erwischt, weil keine Blocker-Truppen mehr da waren. Und dann kommen wir schon fast zum Ende des Fights hier. Geht zwar noch eine Minute, aber der Packer kann natürlich vielleicht doch noch ein bisschen Schaden dort machen. Der wird nicht so schnell kaputt gehen mit dem King zusammen. Der ist ja auch schon gezündet worden. Jetzt müssen die erstmal durch die Wand durch. Wow, und noch ein Heilzauber oben auf den King und auf den Packer. Schafft er das, der Packer? Der wird nämlich gut angeschossen. Wird dadurch hochgeheilt. Der Packer hat ja so viele Punkte. So, sieht gar nicht so schlecht aus. Und schafft er das? Jawohl, kriegt das auch noch kaputt. Kriegt er hier 100% hin mit den Truppen? Das ist ja geil. Voll abgeräumt. 1 Million Loot mit einer relativen Farmarmee. Okay, war noch ein Packer dabei und Magier und Riesen. Riesen habe ich allerdings zum Farmen ja auch gerne genutzt. Dann aber gerne Kobolde dazu. Ey, der räumt den wirklich komplett ab. Richtig cool gemacht. Glückwunsch an ihn für so einen Gegner. Der Tim. Das ist ein Clan War Fight vom Rathaus 9 auf Rathaus 10. Mit Golem in Front und Magier dahinter als ersten Killsquad und 18 Walküren. Das bedeutet, hier geht gleich richtig die Post ab. Er nimmt allerdings 3 Heilzauber für die wahrscheinlich und kein Wutzauber. Er will die richtig durchschleusen, dass die richtig schön lange überleben hier. Oh, der Chat kommt hier immer mal doch rein. Oh, jetzt hat er den Chat eingeblendet. Okay, das passiert halt manchmal bei der Aufnahme. So, alle Walküren auf einen Haufen. Okay. Dann können auf jeden Fall... Oh, sein Akku ist leer. Oh, interessante Informationen. Ja, so, die Walküren. Oh, die teilen sich. Oh, da ist der Heilzauber bombenwichtig gewesen. Okay, nochmal den Chat. Okay, da sind die Walküren hier im Kreis am Abräumen. Außen sind auch noch 2 Walküren dabei. Und der Heilzauber ist natürlich jetzt richtig gut. Oh, wieder Doppelriesenbomben. Wow, und oben nochmal ein Heilzauber drauf. Wie viele Walküren sind da noch übrig? Noch 2 da oben, glaube ich. Und oben, die Walküren haben sich so ein bisschen verteilt, sie sind ein paar hängen geblieben hier im Kreis und oben ist die Queen mit dem King zusammen. Das bedeutet, sie sind jetzt überall dran, an jeder Stelle am Fighten hier. Also ich muss auch nochmal dazu sagen, ihr habt so tolle Kommentare schon wieder, ach, hier hat jemand geschrieben, ihr habt so tolle Kommentare schon wieder geschrieben unter meinen Videos, sehr, sehr schön. Ich freue mich riesig darüber, dass euch das gefällt, sehr, sehr schön, absolut top. Und das sieht hier richtig gut aus. Die Queen ist noch nicht gezündet. Und das sind 5 Walküren, glaube ich, dort links, die da noch anwackeln. Die müssen noch gleich in die Mitte. Der King als Blocker ist natürlich optimal. Queen noch nicht gezündet. Ach, was heißt TY? Ja, okay, wir haben alle mal angefangen. Diese Tausende von Abkürzungen sind auch nicht so leicht zu verstehen, wenn das so viel Neues ist. Oh, da ist irgendwas Verstecktes. Eine Einheit unter der Clanburg. Okay. Eine Bogidame würde ich mal schätzen. Niedlich. Ja, manchmal sind eben die Gebäude davor. Das hatte ich auch schon öfters mal. Oder in den Mauern drin. Wahrscheinlich, weil da gerade mal was im Weg ist. Das sieht richtig cool aus. Ein Rathaus 9er auf ein Rathaus 10er. Ich glaube, euch gefällt sowas anzuschauen. Das ist wie David und Goliath. Und hier gewinnt der David mit einer kleinen Steinschleuder. Und die Queen ist jetzt gleich durch die Mitte durch. Sehr, sehr cool. Wow, den Rathaus 10er platt gemacht, das gefällt mir. Das würde mir auch gefallen, wenn ich als Rathaus 11er vom Rathaus 10er komplett geplättet werden würde. Richtig cool. Sehr gut, das gefällt
100% im Clan War. Cool. So, der Tim noch einen weiteren Fight. Boah, das sind ja auch schon wieder mit Kristall. Das müssten so um die 2 Millionen Loot schon wieder sein. Noch so ein fettes Teil. Cool, ganz viele Bäume hat der Gegner hier stehen. Der ist aber nicht offline, wie ich hier sehe. Also entweder ist er relativ frisch oben oder einfach nur offline, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Minen und Sammler hier randvoll und auch ein bisschen in den Lagern drin. Dann, ja, die X-Bögen schießen hier schon mit dem ersten Killsquad mit Queen Vork. Mit 20er King und Queen hier rein. Und 15 Riesen, 13 Magier dahinter. Also wenn man natürlich so einen Gegner hat, ist natürlich ein Angebot. Bin ich mal gespannt, ob er die Riesen verteilt. Ja, ein bisschen mehr. So ein bisschen Surgical verteilt die Riesen. Er will also von dieser Seite komplett rein. Bogidam dahinter. Mauerbrecher dazu. Die müssen ja auch mal irgendwann reinkommen. Den hätte man vielleicht auch mit den Riesen direkt an den Sammler und Minen unten und links alles komplett verteilen können. Es sei denn, er will hier von vornherein den Gegner komplett schrotten. Und weiß auch, dass er das schaffen kann. Da bin ich gespannt. Sind das coole Fights hier. Also es ist wirklich richtig, richtig schön, was ihr mir hier schickt, ist ganz toll, richtig schön zum Anschauen. Vielleicht auch bestimmte Taktiken könnt ihr auch gerne aufnehmen, die jetzt vielleicht nicht so viel Loot haben, aber die vielleicht recht komplex waren, die Taktiken, oder recht knapp die Fights, sowas ist auch richtig cool. Geht nicht nur um Loot oder bestimmte Rathaus kleiner auf Rathaus größer, sondern auch nur, wenn etwas richtig cool war. So, jetzt wird es aber eng hier, glaube ich. Da ist nicht mehr ganz so viel übrig an Truppen. Ganz viele Riesen, aber keine anderen Truppen mehr dazu. Oh, da ist doch noch ein Inferno in der Mitte. Dann, der habe ich eben glatt übersehen. Die Tesla auch dabei, werden einen Mordschaden machen dort. Wenn die Riesen in die Mitte wollen, sind die alle ruckzuck fällig. Und ich glaube, das war's jetzt. Nicht schlecht, richtig schön viel Loot. 55%. So, der Vivi hat hier Pentaloon mir geschickt, hat er mir gesagt. Mit zwei Hunden erstmal in Front, dann Loons hinterher. Ein bisschen einzeln verteilt. Dann zwei Loons mit Wut da drauf. Ja, wenn dann die Loons in den Range kommen, wäre das cool. Ja, da sind sie wieder da. Super, sehr cool. Und dann müssten auch langsam mal diese Luftverteidigung endlich kaputt gehen. Jawohl, da kann der Hund sich die nächste nehmen dort. Luftverteidigung. Und da geht es hier schön im Kreis zur Sache. Ein schöner Luftfight. Richtig feine Sache. Nala Ravr heißt er hier im Game von United Kings Clan War Fight Clan und dann mit Wut hier weiter unterstützt. Speed hat er jetzt auch noch angesetzt, dann rennen die natürlich unheimlich schnell aus dem Wutzauber Range raus, aber es sieht cool aus. Die Verteidigungsanlagen sind fast alle down, ist nicht mehr ganz so viel da. Da müssen die Loons noch vielleicht nochmal mit Speed unterstützt werden. Die kommen wieder in den Range rein. Dieser Speed dürfte nochmal helfen. Oh, kommt schnell zu der Luftverteidigung dorthin. Sehr schön, super. Und jetzt kommen die langsam hier an den Magierturm. Und dann noch an den X-Bogen. Und dann haben wir noch die Kanone und den Bogiturm sowie den Tesla übrig. Und ich glaube, das war's jetzt. Der nimmt den Gegner hier komplett auseinander. Schön gesetzt, gut gezielt, schön platziert, super gemacht, ganz, ganz cool. Sehr geil. Also, wenn ihr schöne Fights habt, schaut im Video 238. Ihr dürft auch ganz nett kommentieren, ich lese das und bewerte nette Sachen mit einem Herz. Und den Top-Kommentar werde ich auch anpinnen, weil das wirklich cool ist, was ihr hier schreibt. Ich bin so begeistert davon. Bei ganz tollen Kommentaren antworte ich auch nochmal ganz persönlich darauf. Sehr cool. Ich kann nur nicht persönlich grüßen, das wird dann ein bisschen zu viel hier. Auch Clanbesuche kommen bestimmt mal wieder, ist aber enorm aufwendig und jetzt möchte ich auch mal das Update abwarten, was denn da passiert. Sehr geiler Fight. Ich hoffe, es haben euch diese Informationen und diese coolen Videos von euch selbst gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.